Ich mache ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen kann. Kennen Sie meinen Hallo Vater? Und herzlich willkommen zu einer tollen, wirklich tollen Bonusfolge zu einem noch viel tolleren Film. Und ob sich das hier, was wir, Daniel und ich, gleich zu bereden haben, qualitativ die messen kann mit dem Film, den wir zu besprechen haben, das wird sich so nach 60, 70, 80, 90 Minuten gezeigt haben. Aber erstmal hallo, Daniel. Hallihallo. Buonasera, wollte ich eigentlich sagen, aber... Buonasera. Worum geht's denn heute? Genau, es geht heute... Mach mir doch mal ein filmisches Angebot, das ich nicht ablehnen kann. Ich freue mich da ja schon richtig, richtig lange drauf und es ist halt auch einer von diesen Filmen, bei dem ich mir halt immer die Frage gestellt habe, wie passt denn der hier rein? Wie kriegen wir den eigentlich ins Bahnhofskino? Mhm. Aber seitdem wir das halt in den Bonus-Episoden ja relativ locker halten, ja, hatte ich auf einmal nicht mehr so viel Panik davor, endlich über den Paten zu reden. Ja, wir hatten schon länger drüber geredet, auch schon vor Existenz der Patreons, der die Bonusfolge, und haben gesagt, wir müssten den dann aber irgendwie so künstlich downgraden, den Film, indem wir ihn kombinieren mit was ganz, ganz Schäbigem. Also wir können schon mal eines Tages über The Godfather reden und vielleicht auch über die ganze Trilogie. Wir müssten die dann aber paaren mit irgendwas von Joe D'Amato oder Bruno Mattei oder sowas ganz, ganz Furchtbarem. Ja. Also nicht, dass ich die Filme furchtbar finde, aber ihr wisst, was ich meine. Und du weißt, was ich meine. Ja. Ich weiß es sowieso, ja. Und jetzt ist es nicht mehr nötig. Jetzt können wir einfach machen, worauf wir Bock haben. Ist das schön? Das Jahr ist 1972 und The Godfather, beziehungsweise Der Pate zu Deutsch von Mario Puzo, ist ein riesiger Bestseller in den USA. Hat ein bisschen gedauert, bis er zu dem wurde. Insofern auch kein Wunder, dass sich Paramount relativ kostengünstig die Rechte an dem Roman und der Verfilmung leisten konnte und Mario Puzo dann dankenswerterweise hinten raus an den Einspielergebnissen beteiligt wurde. Kein schlechter Deal, denn damit hat er ordentlich Schotter gemacht, mit dem Verkauf der Rechte nicht so sehr. Ich glaube, das Ding ist immer irgendwie für $15,000 über den Ladentisch gegangen, weil Puzo wirklich Geldsorgen hatte. Und dann eben New York Times Bestseller, 67 oder 68 Wochen auf Platz 1 und dann eben 3 Jahre später ein Featurefilm unter der Regie von Francis Ford Coppola. Ich finde ja die Produktionsgeschichte super, super spannend. Ich glaube aber auch, wir werden nichts Neues dazu beitragen können. Wir werden sie hier und da so ein bisschen rekapitulieren, insbesondere vielleicht auch gleich die etwas amüsanteren Aspekte des Ganzen, aber den Film sollten wir uns verständlich ein bisschen persönlicher angehen, ne, den Rückblick darauf. Ich denke halt auch. Ne? Ich meine, es ist natürlich wirklich eine Monsteraufgabe, sich einem solchen Film zu widmen, der eben, ich glaube, es wird vermutlich, ich gehe davon aus, dass das einer von diesen Filmen ist, die halt sofort von jedem genannt wird wenn es um die Frage der besten Filme aller Zeiten geht. Ja. Das ist vermutlich, wenn die Leute nicht irgendwie die IMDb-Ergebnisse runterrattern, also quasi Citizen Kane und Shawshank Redemption, ich glaube, dann kommt er sogar schon auf Platz 3, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, ziemlich voll, ja. Aber dann, also ich glaube, darauf einigt man sich. Das ist halt so, das ist so ein feststehendes Filmgesetz. Und dann gibt es halt immer noch clevere Leute, die sagen, ja, und im Übrigen, der zweite ist ja auch ganz toll. Der zweite ist besser, sagen die ganzen oder, Leute. Ja, genau, das sagen sie dann auch. Ja, das ist eine der seltenen Gelegenheiten, wo mal ein Sequel besser ist als das Original und so. Das hört man natürlich wahnsinnig häufig. Und es gibt halt YouTube-Kanäle ohne Ende, die jeden einzelnen Mini-Aspekt vom Paten analysieren und miteinander verbinden. Und es gibt jetzt gerade auf Paramount Plus gibt es eine Fernsehserie über die Produktionsgeschichte. Ach so, Films. Ja, ich habe den Trailer gesehen. Sah schrecklich aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich habe auch null Interesse, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber bitte. Also wie gesagt, also was wollen die beiden schmierigen Onkels aus dem Bahnhofskino jetzt dem eigentlich noch hinzufügen? Ist natürlich eine durchaus berechtigte Frage und ich finde da deinen Ansatz ganz hervorragend, nämlich zu sagen, was Persönliches. Ja. Also fangen wir vielleicht auch gleich mal damit an. Wie lange lebst du denn schon mit dem Film? Oh, ewig lange. Ich glaube, ganz, ganz wichtig für meine filmische Sozialisierung. Also ein Film tatsächlich, der mir so nicht mit der Muttermilch zugeführt wurde, aber relativ kurz danach. Also ich glaube, auch so eines meiner ersten maßgeblichen Filmerlebnisse in Sachen erwachsene Filme gucken. Weil das war so ein, der gehörte so eine Handvoll Filme, vielleicht so 5, 8, 10 Klassiker, die meine Eltern wirklich auch ganz, ganz hoch hielten als etwas, was sie gesehen hatten, irgendwann mal, also mutmaßlich bei zum Zeitpunkt der Kinopremiere, denn da waren meine Eltern so Anfang 20 und einfach sich darin verliebt haben und mir dann eben auch möglichst bald zuführen wollten. Ich glaube, sie haben sich bewusst getan im Sinne von, hier ist die
ich wollte gerade sagen Videokassette, ich kann mich gar nicht dran erinnern, ob wir damals schon Videorekorder hatten, aber hier ist der Film, der läuft gerade im Fernsehen, guck mal an. Aber sie haben zumindest nicht dem entgegengewirkt, dass ich diesen Film sehen konnte. Und ich habe dann eben auch die erstbeste Gelegenheit genutzt und ihn in relativ jungen Alter gesehen, vielleicht so 5., 6. Klasse, irgendwo so zwischen 10, 11, 12 Jahren. Hab natürlich nichts verstanden. Und natürlich wurde gesagt, oh, jetzt wird hier gleich, Achtung, Spoiler, Sonny erschossen, jetzt guck mal eben weg. Und bei den Szenen häuslicher Gewalt wurde mir dann gesagt, ja, sowas macht man ja eigentlich auch nicht. Und es war damals eine andere Zeit. Also nicht, dass es damals irgendwie okay war in den 40er Jahren, aber ne, ich glaube, du verstehst wiederum, was ich meine und was meine Eltern wahrscheinlich damit meinten. So. Ja, also ich habe den Film relativ jung geguckt, aber ich glaube, so richtig wertgeschätzt habe ich ihn erst viel später im Leben. Vielleicht dazu gleich noch ein bisschen mehr. Wie geht's dir denn mit dem Paten? Ich bin mir ehrlicherweise nicht mehr so richtig sicher, wann ich ihn das erste Mal gesehen habe. Ich bin mir auch relativ sicher, dass das einer von diesen Filmen ist, die im Gramschen Haushalt irgendwie existierten, wobei ich mir nicht so richtig einig war, ob das eher von meinem Vater kam oder eher von meiner Mutter. Mein Vater war ja so der der Mensch für die 3 Stunden Italo-Western und keine Ahnung, der Flug des Phönix und die Brücke am Quai und sowas. Mm-hmm. Na, also das war so für ihn. David halt. David Lean war bei uns zu Hause auch ganz groß, ja. Das war eben, sagen wir mal, so die große Filmkunst. Ansonsten eher Bud Spencer, Terence Hill oder Louis de Funès und sowas in der Richtung, was natürlich auch ganz toll ist, aber da kommt halt meine persönliche Prägung dann halt auch eher her. Aber ich möchte überhaupt nicht beschreien, aber ich habe so eine leichte Erinnerung daran, dass, sagen wir mal, gerade der Familiendrama-Aspekt vom Paten, glaube ich, etwas war, was eher meine Mutter angesprochen hat als mein Vater. Das aber wird, ich weiß es nicht mehr so genau. Ich weiß natürlich schon, dass der Film halt immer irgendwie bei mir so im Hintergrund rumwabert da. Das, also ob das jetzt über Parodien war oder über einfach Erzählungen und das, also ich erinnere mich aber auf jeden Fall ganz, ganz deutlich, wann ich den Film ganz bewusst gesehen habe. Und das muss vermutlich etwa zur gleichen Zeit gewesen sein wie du, nur vermutlich eben, ich war halt dann etwa 4 Jahre älter. Und zwar habe ich den ausgeliehen aus unserer Bibliothek. Ah. Muss also so, ich würde mal sagen, so rund um vielleicht 92 rum. Mhm. Ich bin mir relativ sicher, dass der Pate 3 damals auch schon raus war. Und ich vielleicht auch durch den Hype oder vielmehr nicht Hype oder die zumindest die Berichterstattung vom 1990er Paten ich davon mitbekommen habe oder irgendwas in der Richtung. Nochmal, so ganz genau kann ich es eben auch nicht belegen, aber ich weiß jedenfalls noch ganz genau, wie ich da in die Bibliothek gegangen bin und sowieso schon ganz, ganz happy war, dass die eben nicht nur Bücher und Magazine hatten, sondern eben auch CDs und Videokassetten. Ja. Entsprechend habe ich dann eben Filme, von denen ich der Meinung war, sie halt irgendwie so in meinem Repertoire quasi haben zu müssen. Also nicht kopierterweise, sondern praktisch was so Kerbe im Holster quasi, habe ich da ausgeliehen. Also Der Exorzist war auf jeden Fall mit dabei. Zum Beispiel. Oh, mutig. Ja, ja, ja. Ja. Der furchterregendste Film aller Zeiten. Immer. und eben dann letztendlich auch, wenn der Wind weht, glaube ich, hatte ich da auch damals ausgeliehen und sowas. Oh, das sind aber wirklich die ganz harten Traumafilme, okay. Ja, ich glaube, ich brauchte das damals. Und dann habe ich eben den Paten ausgeliehen. Und ich glaube, er kam mir schon relativ bekannt vor.